So, hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in ökonomische Analyse des Rechts mit Institutionen ökonomischen Grundlagen oder auch ÖRR 1. Wir sind angekommen bei Sitzung 8. Organisatorisches von meiner Seite eigentlich nur die eine Sache. Ich habe es auch schon im Diskussionsforum gepostet. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Anscheinend haben einige von Ihnen das Gefühl, dass der Ablauf der Tutorien produktiver wäre, wenn von Anfang an gemeinsam die Lösungen besprochen werden würden. Natürlich kommt das von Leuten, die es schon vorher vorbereitet haben. Diese Leute haben das Gefühl, dass in den Tutorien zu viel Zeit darauf verwendet wird, die Aufgaben nochmal vorzubereiten und wenig Zeit bleibt, sie zu diskutieren. Ja, ich kann natürlich ohne weitere Informationen kein Urteil darüber fällen und ja, ich würde einfach sagen, wir müssen einfach schauen, wie viele Leute lieber mehr Zeit haben wollen zur Vorbereitung während der Übung und wie viele Leute lieber mehr Zeit haben wollen, die Aufgabe konkret zu besprechen. Das lasse ich jetzt einfach mal offen. Es hängt natürlich auch vom jeweiligen Tutor ab. Ne? So, aber wir steigen jetzt ein in das Thema Vertragsrecht. Wir haben das Schadensrecht jetzt erstmal ein bisschen hinter uns gelassen, wobei Sie auch merken werden, dass wir ab und zu immer wieder darauf zurückgreifen werden. Und wenn wir über die ökonomische Analyse des Vertragsrechts sprechen, ist ein wichtiges Stichwort, das wir hier erwähnen müssen und das wir behandeln müssen, der sogenannte vollständige Vertrag. Wie immer vorab ein bisschen was zur Literatur. Wie immer gilt, suchen Sie sich die entsprechenden Stellen im Schäferort oder Guter Julen raus. Für Schäferort wären das zum Beispiel diese Stellen. Also Sie sehen, das Vertragsrecht wird an verschiedenen Stellen diskutiert. Aber ich denke, ja. Und genauso im Guter Julen gibt es auch ein ganzes Kapitel zu Economic Analysis of Contract Law und suchen Sie einfach das raus, was für Sie am besten ist. Im Zweifel ist es da besser beschrieben als bei mir. So, um ein bisschen ein Gefühl für die Thematik zu bekommen, schauen wir uns einen Einführungsfall an und zwar ist der Fall so konzipiert, dass wir ich sollte sagen, wir schauen uns den Fall nicht an. Der Fall ist nämlich so konzipiert, dass er in der Vorlesung Diskussion zwischen Ihnen anregt und daher das werde ich den Fall jetzt erstmal überspringen. Sie können trotzdem natürlich jetzt die Aufzeichnung anhalten und sich überlegen, wie Sie sich entscheiden würden. Und zwar sowohl aus der Sichtweise des U und des Vertragspartners. Aber jetzt, während dieser Vorlesung, werde ich den Fall nicht weiter behandeln. Normative Grundlagen. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Ein Vertrag wird typischerweise nicht nur zugunsten einer Person ausgestaltet, denn beide Parteien versuchen, ihren eigenen Nutzen zu steigern, indem sie den Vertrag schließen. Und so ein Vertrag wird nur zustande kommen, wenn er keine der beteiligten Parteien schlechter stellt und mindestens eine Partei besser. Und Sie erinnern sich, das ist so ziemlich die Definition einer Pareto-Verbesserung. Das heißt also, dass so gut wie jeder Vertragsschluss eine Pareto-Verbesserung darstellt. Und ein wichtiges Element hierbei ist das Konzept der Vertragsfreiheit, die wiederum verschiedene Elemente beinhaltet. So, zum Beispiel Abschlussfreiheit bedeutet, dass man einen Vertrag nicht abschließen muss, sondern darf. Inhaltsfreiheit bedeutet, dass man den Vertragsinhalt in Einvernehmen mit dem Vertragspartner so ausgestalten kann, wie man möchte. Und Formfreiheit geht auch in diese Richtung. Allerdings haben wir da auch Einschränkungen, besonders bei sogenannten wichtigen Verträgen. Da gibt es schon bestimmte Formen, die eingehalten werden müssen. So,
Wenn es jetzt bei der Vertragsausgestaltung darum geht, einen möglichst hohen gemeinsamen Gewinn zu erzielen, der dann ist am meisten da zum Verteilen, dann müssen wir sehen, dass Verträge möglichst vernünftig geschlossen werden. Okay, zunächst aber die Frage, ob wirklich jeder daran interessiert ist, Verträge so zu schließen, dass möglichst viel gemeinsamer Gewinn entsteht. Wenn wir annehmen, dass sie rational sind, dann macht diese Annahme tatsächlich Sinn. Ne? Wir befassen uns hier also damit, wie Parteien, die vollständig rational sind, die Eigennutz maximieren sind und die vollständige Informationen haben und keine Transaktionskosten unterliegen, wie solche Parteien einen Vertrag gestalten würden. Und solch einen Vertrag nennen wir einen vollständigen Vertrag. Natürlich, vollständig rationale Vertragsparteien in diesem Sinne liegen nicht immer vor. Nehmen Sie zum Beispiel die Tatsache, dass Kinder unter 7 Jahren keine Verträge, eigenen Verträge schließen können oder dass sie bis sie 18 sind nur unter Einwilligung der sie gesetzlich Vertretenen per Annahme rationalen Erwachsenen tun können. Okay? Wir müssen uns natürlich aber auch darüber klar sein, dass ein vollständiger Vertrag, so wie er hier beschrieben ist, dass das nur ein rein hypothetisches Konzept sein kann. Ne? Rationalität und Eigennutzmaximierung ist, kann man schon annehmen in vielen Situationen, ist also weniger problematisch, aber Annahmen der vollständigen Information und die Annahme der Abwesenheit von Transaktionskosten, das ist schon eher ein Problem in Bezug auf Situationen aus der realen Welt. Dann fragen Sie sich jetzt vielleicht, was bringt uns dann dieses Konzept? Naja, selbst wenn diese Annahmen nicht erfüllt sind, ist das Konstrukt des vollständigen Vertrages nützlich, nämlich als Orientierungspunkt für die Auslegung von unvollständigen Verträgen. Denn wie Sie sich denken können, wenn wir in der Realität so gut wie nie die Annahmen erfüllt haben für einen vollständigen Vertrag, sind in der Realität die meisten Verträge also unvollständige Verträge. Und dieses Konstrukt des vollständigen Vertrages kann uns helfen, unvollständige Verträge auszulegen. Wir überlegen uns also, wie Vertragsparteien einen Vertrag ausgestalten würden, wenn sie unendlich viel Zeit hätten, darüber nachzudenken. Das würde der Annahme der vollständigen Information am ehesten nahe kommen. Und wirklich alle Lücken füllen könnten in dem Vertrag. Okay. Bevor wir da jetzt genauer drauf eingehen, sollten wir noch mal kurz auf die einzelnen Elemente des vollständigen Vertrags eingehen. Nur damit wirklich klar ist, worum es hier geht. Hier ist nochmal die De Definition. Der vollständige Vertrag ist ein Vertrag, den rationale, eigennutzmaximierende Parteien bei vollständiger Information und Abwesenheit von Transaktionskosten schließen würden. Okay, also im Groben haben wir hier 4 Elemente. Und wir können die nacheinander abarbeiten. Rationalität ist hier genauso definiert, wie wir sie schon bisher benutzt haben, also über eine Zweck-Zweck-Mittel-Relation. Jemand Rationales sucht also das beste Mittel, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. In Bezug auf Eigennutzmaximierung gehen wir von einem orthodoxen mikroökonomischen Standardmodell aus. Wir haben also Individuen, die ihren Nutzen über verschiedene Güter maximieren. Dann, jetzt wird es interessanter, vollständige Information heißt nicht, dass jeder alles weiß. Es heißt nur, dass alle Beteiligten alle möglichen Ereignisse kennen, also was alles passieren kann und die Wahrscheinlichkeiten, die dazu gehören. Okay? Man weiß unter vollständiger Information nicht, wann was passieren wird, denn dann könnte man ja hell sehen, sondern nur, wie wahrscheinlich es ist, wann was passiert. Okay? Man hat also quasi rationale Erwartungen über alle relevanten Zustände. Und das beinhaltet auch das Wissen darüber, wie alle Beteiligten die Ergebnisse bewerten. Außerdem wird noch unterstellt, dass es keine Transaktionskosten gibt, also keine Kosten des Vertragsschlusses. Keine Verhandlungskosten, auch nicht in Zeit gemessen. Das ist die letzte Annahme. Und ich denke, spätestens bei dieser letzten Annahme erkennen Sie, dass es sich beim vollständigen Vertrag wirklich nur um ein hypothetisches Konzept handeln kann. Ne? Denn das ist wirklich eine Annahme, die in der Realität fast nie
gegeben ist. Ne? Wenn Verträge aufgesetzt werden, dann ist das immer mit irgendwelchen Kosten verbunden und die sind aber hier ausgeklammert. Ne? Oder es wird hier so getan beim vollständigen Vertrag, als ob diese Kosten keine Rolle spielen würden. So. Und gerade mit was diese Transaktionskosten angeht, müssen wir nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das so ein wichtiges Thema allgemein in der ökonomischen Analyse des Rechts ist. Denn was genau Transaktionskosten ökonomisch sind, wird selbst unter Ökonomen teilweise heftig debattiert, und zwar unter verschiedensten Nobelpreisträgern sogar. Transaktionskosten werden verwendet, um vor allem zwei Beobachtungen zu erklären. Erstens geht es darum, warum nicht alles über Verträge geregelt wird. Das kann man wiederum auf zwei verschiedene Weisen verstehen. Konflikte im Sinne des Deliktsrechts, hatten wir ja gesagt, können wir nicht vertraglich regeln. Daher brauchen wir da das Deliktsrecht. Aber wenn es keine Transaktionskosten gäbe in der Realität, wäre eine vertragliche Lösung theoretisch immer möglich. Ne? Andererseits kann man die Frage danach, warum nicht alles über Verträge geregelt wird, über das Konzept der unvollständigen Verträge angehen. Unvollständigkeit von Verträgen ist ein Konzept aus dem amerikanischen Recht. Und wenn Sie da mal reinlesen, in der amerikanischen Literatur oder allgemein in der amerikanischen Juristik, gilt ein Vertrag schon als unvollständig, wenn nicht im Vertrag selber alles geregelt wird. Ein deutscher Vertrag in diesem Sinne ist immer unvollständig, weil vieles nicht explizit benannt wird, besonders wenn es schon im Gesetz geregelt ist, ne? Und weil nicht alle Eventualitäten im Vertrag geregelt oder durch allgemeine Gesetze erfüllt werden können, sind die meisten Verträge damit grundsätzlich auslegungsbedürftig. Damit kommen wir schon zum zweiten Erklärungsgegenstand von Transaktionskosten, nämlich der Frage, wie Verträge ausgelegt werden sollen. Im Einzelfall sollte die Auslegung so erfolgen, dass Transaktionskosten minimiert, aber auch die aus dem Vertrag resultierenden Gewinne maximiert werden. Und für die allgemeine Auslegung von Verträgen, also durch dispositives Gesetzesrecht, können wir auch Transaktionskosten Entschuldigung, senken. Wenn dispositives Gesetzesrecht so ausgestattet ist, dass es in den seltensten Fällen abgedungen wird, spart das Transaktionskosten gegenüber einer Situation, in der dispositives Recht immer wieder abgedungen werden müsste. Ne? Ganz klar. Und wie genau definieren wir also Transaktionskosten? Es handelt sich hierbei um Kosten, die bei Abschluss und Abwicklung von Verträgen entstehen. Das beinhaltet Verhandlungskosten, Entwurfskosten, Kosten von entstehenden Gerichtsprozessen und Vergleichen und auch alles, was mit der Durchsetzung von Ansprüchen aus Verträgen zu tun hat, wird üblicherweise unter Transaktionskosten gefasst. Eine andere Definition von Transaktionskosten sieht sie als alle Kosten der gemeinsamen Güterproduktion, die über die reinen Ressourcen der Produktion hinausgehen. Okay? Und was beinhaltet so eine Definition? Das kann man natürlich weiter ausdenken. Verhandlungskosten, auf jeden Fall. Transportkosten, kommt drauf an, wenn ich das produzierte Gut auch über den Ort, an dem es zur Verfügung gestellt wird, definiere, dann sind Transportkosten eher Produktions- als Transaktionskosten. Wie sieht es mit Überwachungskosten aus? Wenn zum Beispiel ein Arbeitgeber das Handeln seines Arbeitnehmers überwacht, entstehen da, ist es unklar, ob da eher Transaktionskosten aus dem Arbeitsvertrag entstehen oder eher Kosten der arbeitsteiligen Produktion in Unternehmen, ne? Die einfach Kosten, die zur Produktion dazugehören. Diese Frage ist natürlich besonders relevant, weil im Rahmen der Transaktionskostenökonomik gefragt wurde, ob es sinnvoller ist, Vorprodukte einzukaufen oder selber herzustellen. Dabei hängt es letztendlich von der konkreten Fragestellung ab, was zu den Transaktionskosten gehört und was nicht. Und die qualitativen Ergebnisse werden davon typischerweise nicht beeinflusst. Also, das war jetzt nur, um Ihnen zu zeigen, dass die Definition unklar ist, dass man sich bei manchen Punkten nicht so ganz einig ist, was reingehört und was nicht, aber dass es im Endeffekt für das, was rauskommt, nicht so wichtig ist. Denn egal, ob wir einen Posten als Produktionskosten definieren oder als Transaktionskosten, es sind Kosten und die wollen wir im Zweifel minimieren. Ne? Okay? Das ist eigentlich alles.
So, und jetzt, wo wir schon eine grobe Vorstellung davon haben, was ein vollständiger Vertrag ist, können wir dieses Konzept vergleichen mit der juristischen Auslegung von Verträgen. In 157 BGB geht es um die Auslegung von Verträgen. Und zwar, Verträge sind demnach so auszulegen, wie Treu und Glauben es mit Rücksicht auf die Verkehrssitte erfordern. Das ist ziemlich schwer konkret festzumachen. Die Rechtsprechung und die ihr folgende Literatur hat mehr oder weniger konkrete Formulierungen gefunden, mit denen das geklärt wird. Lückenfüllung wird erst dann relevant, wenn eine echte Lücke im Vertrag vorliegt. Eine echte Lücke liegt vor, wenn nicht durch natürliche oder normative Auslegung von Willenserklärungen geklärt werden kann, was die Vertragsparteien meinten, sondern wenn wir eine echte ergänzungsbedürftige Lücke haben. In einem Standardlehrbuch finden wir dazu folgende Formulierung: Entscheidend ist also der hypothetische Wille beider Vertragsparteien. Zur Ermittlung des hypothetischen Willens ist von den im Vertrag getroffenen Wertungen der Parteien auszugehen und zu fragen, was die Parteien bei Kenntnis der Lücke vernünftigerweise vereinbart hätten. Und Sie merken es vielleicht schon, diese Formulierung ist gar nicht so weit weg von unserer Definition des vollständigen Vertrages. Warum? Insbesondere die Formulierung vernünftigerweise impliziert ja Rationalität und auch Eigennutzmaximierung. Und die Formulierung, was die Parteien bei Kenntnis der Lücke vereinbart hätten, ist nichts anderes als die Frage, was sie bei vollständiger Information vereinbart hätten und was sie ohne Transaktionskosten vereinbart hätten. Denn nur dann hätten sie ja alles geregelt. Der wesentliche Unterschied zwischen Lückenfüllung im juristischen Sinn und dem vollständigen Vertrag im ökonomischen Sinn ist, dass die Lückenfüllung immer nur eine einzelne Lücke betrachtet und der vollständige Vertrag alles betrachtet, also auch die Lücken, die noch gar nicht relevant sind. Das liegt daran, dass die deutsche Jura stark von der Konfliktlösung herkommt und eher fragt, wie müssen wir diese Lücke im Vertrag schließen? Und zwar die Lücke, die zum Streit geführt hat. Aber weiter wird nicht gefragt. Und die ökonomische Sichtweise ist tendenziell eher allgemeiner, ist also eher darauf aus, alle Lücken schließen zu wollen, weil ja die Lückenfüllungen eventuell systematisch miteinander zusammenhängen könnten. Wir werden im Folgenden also immer wieder fragen, wie der vollständige Vertrag oder Teile davon aussehen würden, um zu verstehen, einerseits, wie Lücken in Verträgen geschlossen werden sollen und andererseits, wie wir Verträge sinnvollerweise ausgestalten, um möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Und dann steigen wir jetzt richtig ein in das Thema Vertragsrecht, nämlich bei sogenannter zweiseitiger Schadensverursachung. Sie merken schon, wir sind nicht so weit weg vom Schadensrecht, bloß dass es jetzt vertraglich geregelt werden soll. Jetzt haben wir wirklich einen Fall, den wir zusammen durchgehen werden, und zwar ökonomisch. Und zwar lautet er so: Sie müssen noch heute die Pläne für eine neu zu bauende Fabrikhalle zur Baubehörde bringen lassen, sonst droht Ihnen eine Konventionalstrafe in Höhe von 30.000 Euro. Damit es schnell geht, wollen Sie einen Bodendienst mit dem Transport beauftragen. Leider regnet es schon den ganzen Tag und die Pläne dürfen auf keinen Fall nass werden. Sie könnten sie in eine spezielle Hülle verpacken, was auf alle Fälle ausschließen würde, dass die Pläne nass werden, aber 100 Euro kosten würde. Auch der Bote könnte die Pläne vor Nässe schützen, allerdings nicht mit der gleichen speziellen Hülle, weil diese bei Bodendiensten typischerweise nicht vorrätig ist, sondern nur durch den Einsatz von besonders geschulten Boten, wodurch Zusatzkosten in Höhe von 70 Euro entstehen würden. Gehen Sie davon aus, dass Sie die Ausbildung der Boten nicht einschätzen können und dass Boten nicht erkennen können, ob die Pläne wasserdicht verpackt sind. Gehen Sie davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Pläne nass werden, 1% beträgt. Würden Sie im Vertrag vereinbaren, dass der Botendienst die Konventionalstrafe in Höhe von 30.000 Euro tragen muss, wenn sie verwirkt wird? Und was ändert sich, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Pläne nass werden, nur 0,1% betragen? Das ist der Fall. Wenn Sie den nochmal genau durchlesen wollen, können Sie jetzt kurz anhalten. Ich steige jetzt direkt ein. Und damit wir diesen Fall ökonomisch lösen können, müssen wir zunächst die Fragestellung etwas differenzierter darstellen.
Grundproblem, worum es hier geht, ist, wer soll die konventionelle Strafe zahlen, wenn die Pläne doch nass werden? Soll der Bote die Schäden tragen, weil er trotz des hohen Risikos nicht ausreichend vorsichtig war? Oder soll der Bauunternehmer die Schäden tragen, weil er erstens so auf den letzten Drücker gearbeitet und zweitens nicht besser verpackt hat? Ganz allgemein ist die Frage dann, wer soll das Risiko des Schadens einer Leistungsstörung tragen? Dafür müssen wir wissen, worauf es den Vertragsparteien zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ankommt. Außerdem können wir uns fragen, welche Regelungen der Schadenszuweisung grundsätzlich denkbar sind und mit welchen Wirkungen sie verbunden sind. Wir haben also drei Möglichkeiten. Entweder oder wir schauen uns drei Möglichkeiten an. Entweder trägt der Botendienst den Schaden, oder der Bauunternehmer trägt den Schaden, oder beide tragen hälftig den Schaden, sollte er entstehen. Darauf aufbauend können wir uns fragen, welche Auswirkungen diese vertraglichen Haftungsregeln auf das Verhalten haben. Und um das beantworten zu können, gehen wir weiterhin von rational egoistischen Menschen aus, um Vorhersagen über das zu erwartende Verhalten treffen zu können. In dieser sehr vereinfachenden Variante drückt sich das so aus, dass die Akteure ihre erwarteten individuellen Gesamtkosten minimieren. Das macht es für uns einfach, das zu modellieren. Wir schauen uns also die Höhe der erwarteten Gesamtkosten der beiden Akteure an, und zwar separat für die unterschiedlichen Haftungsregeln. Zuerst schauen wir uns für den Fall an, zu, zuerst schauen wir uns den Fall an, dass der Botendienst die Haftung übernimmt, wenn etwas passiert. Und wie sieht das denn aus? Wir haben hier zwei Akteure, die Entscheidungen treffen und dabei berücksichtigen müssen, wie die jeweils andere Seite sich verhält. Es handelt sich also um eine strategische Interaktionssituation. Wir können also unser spieltheoretisches Instrumentarium einsetzen, um Vorhersagen über das Verhalten der Akteure zu treffen. Sie sehen hier schon, ich habe ein Spiel in Normalform hier aufgeschrieben. Das heißt, wir nehmen an, die beiden Akteure wählen ihre Strategien gleichzeitig. Und das macht Sinn, weil in der Fallbeschreibung ja drin stand, dass der Bauunternehmer nicht sehen kann, ob es mit einem gut geschulten oder einem nicht gut geschulten Boten zu tun hat. Und der Bote wiederum kann nicht sehen, ob die Pläne gut oder billig verpackt sind. Und wenn wir das annehmen, dann wählen beide ihre Strategien unabhängig voneinander oder ohne zu wissen, was der andere tut, und wir können so tun, als ob sie gleichzeitig spielen würden. So, beide Akteure haben zwei Strategien. Der Botendienst kann entweder den qualifizierten Boten schicken oder den billigen Boten. Der Bauunternehmer kann entweder die gute Verpackung wählen oder die billige. So, links oben haben wir jetzt hier die Strategienkombination, wo der Bauunternehmer die billige Verpackung wählt und der Botendienst schickt den guten Boten. Was haben wir da für Auszahlungen? Der Botendienst hat Kosten von 70 für den qualifizierten Boten und dem Bauunternehmer entstehen keine Verpackungskosten, deswegen hat er Kosten von 0. Und Schaden entsteht hier auch nicht, weil wir angenommen haben, dass durch die Maßnahme der Schaden komplett vermieden wird. Ne? Rechts daneben haben wir dann den Fall, dass der Bauunternehmer immer noch die billige Verpackung wählt, mit Kosten 0, aber der Botendienst schickt jetzt den Billigboten, und wir hatten ja gesagt, der erwartete Schaden, der Schaden tritt mit Wahrscheinlichkeit 1% ein. Und 1% von 30.000 sind 300 Euro. Diesen Schaden trägt der Bodendienst hier auch, denn wir sind ja in der Variante A, wo der Bodendienst den Schaden tragen muss, wenn er entsteht. Okay? Das heißt, der Bodendienst hat Kosten, erstmal Kosten von 0, weil er den Billigboten schickt, aber dann noch Kosten von 300, weil er den Schaden zu tragen hat, den erwarteten Schaden von 300. In der Zeile unten hat der Bauunternehmer jeweils Kosten von 100, weil er die gute Verpackung wählt.
Und es entsteht aber nie ein Schaden, weil er damit den Schaden schon vermieden hat. Und links unten haben wir zusätzlich noch die Kosten des Botendienstes und hier keine, weil der Billigbote geschickt wird. Wir sehen direkt, dass für den Bauunternehmer die Strategie billige Verpackung die dominante Strategie ist, denn die 0 ist immer besser als die 100. Und wenn wir dann hier eine Iteration anwenden, dann können wir sagen, der Botendienst weiß das auch und entscheidet sich für den guten Botendienst, denn er entscheidet ja eigentlich nur noch zwischen 70 und 300 und findet minus 70 besser. Links oben ist also das Ergebnis des Spiels, das dezentrale Gleichgewicht, wobei gesellschaftliche Kosten von minus 70 entstehen. Wie sieht es nun in B aus, wenn der Bauunternehmer entsprechend. Ach so, und das ist natürlich das Nash-Gleichgewicht, ne? Sie können auch mit besten Antworten auf diese Lösung kommen. Wie sieht es jetzt in B aus, wenn der Bauunternehmer entstehende Schadenskosten tragen muss? An den Auszahlungen ändert sich nur rechts oben was. Dort ist jetzt der Bauunternehmer haftbar und trägt den Schaden von 300 hier. Und der Billigbote hat Kosten von 0. Und jetzt sehen wir natürlich, dass für den Botendienst jetzt die Strategie Billigbote die dominante Strategie ist, weil dort seine Kosten stets geringer sind, ne? 0 ist weniger als 70, 0 ist weniger als 70. Das heißt, der Botendienst nimmt immer den Billigboten, das weiß der Bauunternehmer, und wählt die gute Verpackung, weil er dort der Haftung entgeht. Wir haben also jetzt ein Nash-Gleichgewicht rechts unten. Und schauen wir uns noch die dritte Variante an. Bei der C tragen beide Parteien den Schaden hälftig. Wieder ändert sich nur hier rechts oben was. Und zwar wird der Schaden von 300 jetzt hälftig aufgeteilt. Also 150 für jeden. Und jetzt können wir nicht mehr über dominante Strategien argumentieren. Jetzt benutzen wir mal beste Antworten. So, wie entscheidet sich der Bauunternehmer? Wenn der Bauunternehmer weiß, der Botendienst schickt den qualifizierten Boten, dann wäre seine beste Antwort, das hier. Wenn der Botendienst Billigbote spielen würde, was wäre dann die beste Antwort für den Bauunternehmer? Natürlich das hier, weil es geringere Kosten sind. Umgekehrt fragen wir, wenn der Bauunternehmer die billige Verpackung wählt, was ist dann die, also diese Zeile hier, was ist dann die beste Antwort des Botendienstes, den guten Boten zu schicken? Und was ist, wenn der Bauunternehmer die gute Verpackung wählt, also wir in dieser Zeile sind, dann ist die beste Antwort des Botendienstes, den Billigboten zu schicken. Und wir sehen, wir haben jetzt zwei Nash-Gleichgewichte. Eins, in dem die billige Verpackung und der qualifizierte Bote gewählt werden. Und ein Nash-Gleichgewicht, in dem die gute Verpackung und der billige Bote gespielt werden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, denn mit dem Nash-Konzept kommen wir hier nicht weiter. Wir wissen nur, das sind beides mögliche dezentrale Gleichgewichte. Aber wir wissen nicht, in welchem die beiden rationalerweise landen werden. Und das macht es natürlich schwer, in diesem Fall eine eindeutige Vorhersage zu treffen, wie sich die rationalen Menschen verhalten werden. So, zusammenfassend haben wir also folgende erwarteten Gesamtkosten. Wenn der Botendienst haftet, haben wir 70. Wenn der Bauunternehmer haftet, haben wir 100. Beide haften, haben wir Kosten von 70 oder 300. Das weiß man vorher nicht. Worauf werden die beiden sich vertraglich einigen? Auf Variante A, denn da sind die gemeinsamen Kosten am niedrigsten. Und das ist das, was sie rationalerweise vereinbaren werden. Sie einigen sich auf A, wobei der Bote natürlich 70 Euro mehr Entlohnung verlangen könnte, worauf sich der Bauunternehmer sogar einlassen würde, denn er hätte dann immer noch geringere zusätzliche Kosten, als wenn er hier haftet und 100 tragen müsste. So, und was ist jetzt das Ergebnis? Die
Beiden schaffen es also, vertraglich die billigsten Vermeidungskosten zu realisieren. Ne? Denn die 70 ist der billigste Fall in unserer Spielsituation. Und das wird auch realisiert. Schauen wir uns jetzt den alternativen Fall an. Wir hatten ja hier stehen, dass alternativ, ups, die Kosten der Verpackung für den Bauunternehmer 50 Euro wären. Wie ändert das das Ergebnis? Das schauen wir uns jetzt an. Genau wie eben. Super. Wieder gehen wir die drei Haftungsregeln durch. Da ist es. Bei A haftet der Bodendienst. Sie sehen, der einzige Unterschied zum ursprünglichen Fall sind die Kosten des Bauunternehmers in der unteren Zeile, da wo er also die Verpackung wählt. Da haben wir jetzt hier 50 statt 100. Und wie ist jetzt das Nash-Gleichgewicht? Können wir wie immer über. Naja. Hier sehen Sie natürlich schon, dass der Bauunternehmer eine dominante Strategie hat, nämlich immer noch die billige Verpackung zu wählen. Der Bodendienst entscheidet wieder zwischen 70 und 300 und wählt das hier. Ne? Das heißt, das hier wäre das Nash-Gleichgewicht. Bei B B. Wie sieht das bei B aus? Da haben wir ja auch immer noch den Fall, dass für den Botendienst die dominante Strategie hier rechts ist, die rechte Spalte, nämlich einen Billigboten zu schicken. Das heißt, der Bauunternehmer entscheidet sich zwischen 300 und 50 und wählt hier die 50 und das wäre dann auch das Nash-Gleichgewicht. Wie vorhin. Und in der C, wie ist es da? Da wird ja die Haftung jetzt hälftig aufgeteilt. Und ja, wenn wir wieder über beste Antworten gehen, sehen wir wieder, dass wir zwei Nash-Gleichgewichte haben. Also die beste Antworten des Bauunternehmers, wenn der Botendienst den guten Boten schickt. Da entscheidet der Bauunternehmer zwischen 0 und 50, wählt also 0. Wenn der billige Bote geschickt wird, also diese Spalte, was ist da für den Bauunternehmer besser? Die 50. Wenn der Bauunternehmer die billige Verpackung wählt, also diese Zeile hier, was ist dann die beste Antwort für den Botendienst? Das hier. Und wenn der Bauunternehmer die gute Verpackung wählt, was ist dann die beste Antwort für den Botendienst? Das hier. Sie sehen, wir haben wieder zwei Nash-Gleichgewichte. Hat sich also jetzt durch diese Alternative erstmal an den Ergebnissen nichts geändert durch den alternativen Fall. Und wieder haben wir das Problem, dass wir bei hälftiger Aufteilung der Schäden keine klare Vorhersage machen können. Und ach so, das hier war die A. Da hatten wir ja gesehen, die niedrigsten Kosten sind da, wo der Bodendienst haftet und das wird auch realisiert. Wie ist es bei der B? Das hier sind die Gesamtkosten. Jetzt mit der Annahme, dass die gute Verpackung nur noch 50 kostet. Das heißt, da wären auch die gesellschaftlichen billigste Variante. Und auch das wird realisiert. Ne? Auch darauf werden sie sich einigen können, weil es ja nur sie beide betrifft. So, jetzt schauen wir uns noch die letzte Variante an, wo wir nämlich die Schadenswahrscheinlichkeit von 1 auf 0,1% verringern. Was ändert sich dann an den Ergebnissen? So, was hat sich jetzt hier verändert? Sie sehen, das hier hat sich verändert. Ne? Der Schaden,
Der erwartete Schaden ist nicht mehr 300, sondern 30. Ne? Also das, was wir vorhin hatten, durch 10. Und wie ändert sich das jetzt? Wir sehen, wir haben immer noch für den Bauunternehmer die dominante Strategie, die billige Verpackung zu sehen, weil 0 immer besser ist als 100. Und wenn der Bodendienst das weiß, entscheidet er sich zwischen 70 und 30 und wählt diesmal den Billigboten, weil ihn das weniger kostet. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Nash-Gleichgewicht, bei dem der Schaden in Kauf genommen wird, weil er so unwahrscheinlich ist. Und im Nash-Gleichgewicht wird der Schaden riskiert. Wie ist es bei B, wenn der Bauunternehmer haftet? Folgende Matrix. Oh, ist irgendwas abgeschnitten. So muss es aussehen. Wie sieht es da aus? Da haben wir auch wieder den Fall, dass für den Bodendienst das die dominante Strategie ist, denn 0 sind immer besser als 70. Und wenn der Bauunternehmer das weiß, was er ja auch weiß, entscheidet er sich zwischen 30 und 100 und wählt die 30. Wieder gilt, dadurch, dass dieser Schaden jetzt kleiner geworden ist, wird er in Kauf genommen. Das heißt, das Nash-Gleichgewicht wäre hier wieder wo der Schaden in Kauf genommen wird, wo nämlich beide quasi fahrlässig handeln. Was mit gesellschaftlichen Kosten von minus 30 verbunden ist. Wie ist es bei C, wenn beide haften? Dann wird der Schaden von 30, der erwartete Schaden, hälftig aufgeteilt. Was haben wir dann für ein Ergebnis? Wieder können wir uns beste Antworten anschauen. Obwohl, müssen wir eigentlich nicht. Wir sehen, für den Botendienst gibt es jetzt eine dominante Strategie, nämlich immer den Billigboten zu schicken, weil 15 ist besser als 70 und 0 ist besser als 70. Und wenn der Bauunternehmer das weiß, was er auch tut, wird er sich entscheiden zwischen 15 und 100, wird also die 15 wählen. Und das ist dann unser Nash-Gleichgewicht. Das heißt, egal wie wir die Haftung hier ausgestalten, der Schaden wird im Erwartungswert immer in Kauf genommen. Egal, ob der Bodendienst haftet oder der Bauunternehmer oder beide hälftig. Ne? Immer werden beide sich die Sorgfaltsaufwendungen sparen und den Schaden in Kauf nehmen, weil das immer noch die billigere Alternative ist, weil die Eintrittswahrscheinlichkeit so gering ist. Vergleichen wir nochmal die Ergebnisse. In A hatten wir gesagt, okay. So. Das war jetzt unser Ergebnis. Hier wird also immer ein Schaden von 30 realisiert. Das heißt, eigentlich ist es hier egal, was für eine vertragliche Regelung gefunden wird. Und was wir jetzt hier in diesen drei Varianten als Ergebnis gesehen haben, können wir allgemein ausdrücken im sogenannten Least Cost Avoider Prinzip. Was auch manchmal Cheapest Cost Avoider Prinzip genannt wird. Und zwar, wenn im Vertragsverhältnis ein Schaden vollständig verhindert werden kann, dann soll die Partei den Schaden im Fall des Eintritts tragen, die den Schaden zu geringeren Kosten hätte verhindern können. Okay, ganz wichtiges Prinzip in der ökonomischen Analyse des Rechts. Und wie ich eben schon gesagt habe, haben wir das ja jetzt bei einem simultanen Spiel abgeleitet, dieses Least Cost Avoider Prinzip. Und wir können uns jetzt natürlich fragen, ob das immer gilt. Und zwar könnten wir ja auch annehmen, dass der Bauunternehmer irgendwie beobachten kann, mit welcher Art Bote er zuerst zu tun hat, und dann schnell noch die Verpackung anpassen. Mit anderen Worten, wir schauen uns jetzt an, wie sich das Ergebnis ändert, ob es sich verändert, wenn wir das Spiel sequenziell aufziehen.
So, und wenn wir jetzt annehmen, dass der Bauunternehmer beobachten kann, mit was für einem Boden wir es zu tun haben, entscheidet also der Bodendienst zuerst, ob er einen geschulten oder ungeschulten Boden schickt. Und danach, und nachdem der Bauunternehmer das beobachtet hat, wir haben also keine Verbindungslinie. Ups. Wir haben also keine solche Verbindungslinie, denn das würde ja bedeuten, dass der Bauunternehmer nicht weiß, dass er da ist, dass er es da, womit er es zu tun hat. Dann entscheidet der Bauunternehmer entweder sich für gute Verpackung oder für billige Verpackung. Ne? So, die Auszahlung noch kurz erklärt. Klar, wir haben oben den Boden und unten den Bauunternehmer. Das heißt, die Auszahlung bestehen sich auch darauf. Ne? Das hier ist die Auszahlung für den Bodendienst, das untere ist die Auszahlung für den Bauunternehmer. Ne, hier in diesem Ast des Spiels haben beide die teure Variante gewählt und dann haben wir halt 70 für den Bodendienst, weil der geschulte Bote gewählt wurde. Und 100 für den Bauunternehmer, weil er die gute Verpackung gewählt hat. In diesem Ast hier haben wir immer noch Kosten von 70 für den Bodendienst, weil wir hier immer noch auf dieser Seite sind. Und weil der Bauunternehmer die billige Verpackung gewählt hat, haben wir hier Kosten von 0. Und hier drüben haben wir den ungeschulten Boten, das heißt Kosten von 0 für den Bodendienst und wenn der Bauunternehmer die gute Verpackung wählt, die Kosten von 100. Und hier rechts, das haben wir jetzt erstmal offen gelassen, weil wir jetzt noch nichts darüber gesagt haben, wer im Schadensfall haftet. Okay. Schauen wir uns einfach erstmal an, was passiert, wenn der Bauunternehmer haftet. Okay. Das war die Animation zu eben, wo ich gesagt hatte. Haben wir es noch nicht geklärt und jetzt nehmen wir einfach mal an, der Bauunternehmer haftet, wenn er die billige Verpackung wählt. Das heißt, er hätte dann hier Kosten von 300. Warum nur hier? Denn hier drüben, wenn der Bauunternehmer die billige Verpackung wählt, wird der Schaden ja trotzdem vermieden, weil der Bodendienst den guten Boden geschickt hat. Okay. Und wie Sie sich sicher erinnern können, hoffentlich lösen wir so ein Spiel am liebsten mit Rückwärtsinduktion. Denn mit Rückwärtsinduktion finden wir teilspielperfekte Gleichgewichte. Und wir hatten ja gesagt, teilspielperfekte Gleichgewichte helfen uns zwischen mehreren Nash-Gleichgewichten auszuwählen. Ne? Das ist ein Verfeinerungskonzept. So. Wenn wir hier drüben in diesem Ast hier sind, wie ist dann die Entscheidung des Bauunternehmers? Naja, er vergleicht Kosten von 100 mit Kosten von 0, wählt also lieber. Achso, nee, sorry. In meinem Text fangen wir rechts an. Dann halten wir uns natürlich auch dran. Also. Oder doch nicht? Nee. In meinem Text fangen wir doch links an. Wir sind also am linken Ast, wo der geschulte Bote geschickt wird. Und wie ich eben schon gesagt hatte, vergleicht der Bauunternehmer dann Kosten von 100 mit Kosten von 0, wählt also lieber die Kosten von 0, die er hat, wenn er die billige Verpackung wählt. Das ist hier gekennzeichnet durch diesen fetten Ast. Wenn wir im rechten Teil des Spiels sind, der Bodendienst also den billigen, den ungeschulten Boten geschickt hat, entscheidet sich der Bauunternehmer zwischen 100 und 300, wählt den niedrigeren Kosten, also die gute Verpackung, denn da entgeht er der Haftung. So, wie entscheidet sich jetzt der Bodendienst? Der Bodendienst hat nur noch zwischen zwei Ergebnissen zu unterscheiden. Zu entscheiden. Da ist es. Geschult billig oder ungeschult und gute Verpackung. Ne, denn der Bodendienst weiß ja,
was hier die beste Antwort des Bauunternehmers jeweils sein wird und darauf passt er seine Strategie hier oben an. Das heißt, der Bodendienst entscheidet sich zwischen Kosten von 0 oder Kosten von 70. Klar, er wählt die Kosten von 0. Womit wir ein teilspielperfektes Gleichgewicht gefunden haben. Und das teilspielperfekte Gleichgewicht in diesem Spiel heißt ungeschult gute Verpackung. Dann haben wir Gesamtkosten von 100 und das ist nicht optimal. Denn wir wissen ja, 70 wäre eigentlich noch niedriger als 100. Okay, was ist, wenn die Haftung andersrum ist? Also der Bodendienst für Schäden haftet. Im linken Teil des Spielbaums ändert sich nichts. Da bleibt es dabei, dass der Bauunternehmer die billige Verpackung wählt. Schickt der Bodendienst aber den ungeschulten Boten, wählt der Bauunternehmer jetzt lieber die billige Verpackung, weil er ja nicht mehr haftet. Er vergleicht hier zwischen 100 und 0 und nimmt lieber die 0. Der Bodendienst muss sich jetzt also entscheiden zwischen den Kosten von 70, die er hier hat, und den Kosten von 300, die er hier drüben hat, und wählt also lieber die Kosten hier von 70. Nur wenn der Bodendienst und der Bauunternehmer sich auf eine vertragliche Haftungsregel einigen, bei der der Bodendienst für Schäden haftet, erreichen die beiden also die minimalen Kosten und werden es auch tun. Warum ist das jetzt ein bis vielleicht vom Bauchgefühl her ein unglückliches Ergebnis? Naja, intuitiv würden Sie ja vielleicht sagen, es ist nicht richtig, es ist nicht recht, dass der Bauunternehmer nicht haftet, wenn er rechts die billige Verpackung wählt. Obwohl er gesehen hat, dass der Bodendienst den ungeschulten Boten geschickt hat. Ne? Denn der Bauunternehmer ist hier ja in einer Situation, wo er den Schaden hätte vermeiden können, indem er die gute Verpackung wählt. Trotzdem ist der Bodendienst die Partei, die die Schäden günstiger vermeiden könnte, ist also der Least Cost Avoider. Okay? Sie merken, wir haben jetzt noch einen Fall ausgelassen, nämlich den der hälftigen Haftung. Das zeige ich Ihnen jetzt nicht, das können Sie vielleicht selber probieren. Wenn wir hälftige Haftung annehmen, ich kann es Ihnen verraten, kommen wir auf Gesamtkosten von 100, also ein teilspielverdecktes Gleichgewicht, bei dem wir Gesamtkosten von 100 haben. Das können Sie bestimmt selber rausfinden. Wenn Sie damit Probleme haben, können Sie es ja im Diskussionsforum posten. So, wir halten also fest, das Least Cost Avoider Prinzip ist also gültig sowohl im simultanen als auch im sequentiellen Fall. Auch wenn einer der Beteiligten das Verhalten beobachten kann und den Schaden gegebenenfalls noch verhindern könnte. Kleine theoretische Einschränkungen gibt es allerdings. Das Ergebnis ist nur dann ganz eindeutig, so wie wir es jetzt gesehen haben, wenn es Common Knowledge darüber gibt, wer der Least Cost Avoider ist. Wenn also alle wissen, wer der Least Cost Avoider ist und alle voneinander wissen, dass sie wissen, wer der Least Cost Avoider ist und so weiter und so weiter. Ne? Also auch alle voneinander wissen, dass sie wissen, dass sie wissen und so weiter und so weiter. Das nennt man dann Common Knowledge und nur unter dieser Annahme ist dieses Ergebnis auch so eindeutig. Okay? Das soll uns aber jetzt erstmal nicht weiter beschäftigen. So, und das war schon der erste Teil des Vertragsrechts, den wir behandeln wollten. Was haben wir behandelt? Wir haben gesehen, wir haben hauptsächlich jetzt erstmal grundlegende Konzepte behandelt. Den Einführungsfall habe ich Ihnen gezeigt, nicht behandelt. Wir haben das Konzept des vollständigen Vertrags uns angeschaut, das der Transaktionskosten und sind jetzt noch kurz eingestiegen in das Prinzip des Least Cost Avoiders. Und in der nächsten Sitzung schauen wir uns dann an, wie es ist, wenn die Schäden nicht komplett vermieden werden können. Dann können Sie sich vorstellen, kommen Versicherungen ins Spiel.
So und wie immer gilt, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt von Vorlesungen oder Übungen haben, öffnen Sie einfach einen neuen Diskussionsfaden im Moodle-Forum und lassen es mich wissen.